Said Abdallah hier Backstage bei Wheel of MMA 48 live aus Saarbrücken und neben mir steht Leo Lauber, der seinen Mittelgewichtskampf gewonnen hat und wirklich einen eindrucksvollen Sieg heimgefahren hat. Leo, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Ja, ich denke, es hat ganz gut geklappt. Ich habe alles, was ich vorher mit meinem Trainer Benjamin Russ geplant hatte, habe ich eigentlich ganz gut umgesetzt. Die Distanz zu halten, die Takedowns abgewehrt. Ja, hat eigentlich ganz gut geklappt, ich bin zufrieden. Und am Ende der zweiten Runde dachte ich, dass dein Gegner vielleicht gefinisht werden konnte, einfach weil du so harte Bomben in seine Richtung abgefeuert hast. Dachtest du vielleicht auch, dass du ihn auf die Bretter schicken könntest? Ja, ab und zu hatte ich in seinen Augen so ein bisschen Verzweiflung gesehen. Aber irgendwie, ich habe dann nicht wirklich so, nicht genügend nachgesetzt. Ist vielleicht auch... Von mir hätte ich noch ein bisschen mehr Killerinstinkt zeigen müssen, aber ich wollte es einfach auf der sicheren Schiene, wollte ich es einfach nach Hause fahren, keine Risiko gehen, weil er doch im Infight immer die Rechte ganz gut geschwungen hat, aber ja, vielleicht wäre es möglich gewesen. Du hast jetzt 4:0 im Profibereich, drei davon vorzeitig, also deine letzten drei Siege vorzeitig. Würdest du von dir behaupten, dass du ein Finisher bist? Es waren alle vorzeitig, auch der erste. Ach so. Aber weiß ich nicht. Also jetzt die vier Kämpfe waren halt so, ob es so ist. Wie gesagt, eigentlich bin ich ein sehr zurückhaltender, würde ich sagen, kluger Kämpfer, so würde ich mich beschreiben. Von daher war es vielleicht, ja, vielleicht Zufall, vielleicht aber auch, vielleicht hat es auch genauso funktioniert, ich weiß auch nicht. Und was war die taktische Marschroute vom Trainer heute? Was war dein Gameplan, mit dem du reingegangen bist? Ja, definitiv. Also wir haben so 4-5 Kämpfe von Wadan auf YouTube gefunden. Und da ist er oft zum Double-Leg-Takedown geshootet und hat man eigentlich gesehen, dass er im Infight, wenn überhaupt stark, also stark im Stand ist. Ab und zu ein paar Low-Kicks hat er auch gemacht und ich denke, genau darauf waren wir vorbereitet. Die Low-Kicks hat er, bis auf einen hat er keinen durchbekommen. Einen habe ich gecheckt, die anderen bin ich ausgewichen. Und die Takedowns habe ich eigentlich auch abgewehrt, weggesprawlt, von daher, ja. Also, du bist jetzt, wie gesagt, 4-0, eindrucksvolle Siege, gerankt Nummer 3 hier, wie du reingekommen bist in den Kampf und wirklich ein neuer Stern am Mittelgewichtshimmel. Würdest du schon im nächsten Kampf gegen Dustin Stolzfuß, den Champion, kämpfen? Am Ende ist es von mir ein Ziel, Wheel of MMA Champion zu werden. Deswegen momentan ist Dustin Stolzfuß der Champion. Deswegen wird es zwangsläufig dazu führen, dass ich irgendwann gegen ihn kämpfe. Vielleicht mache ich vorher noch einen, ich habe meine 4 Kämpfe ist jetzt auch nicht wirklich viel. Vielleicht mache ich noch einen 5. Kampf, um ein bisschen noch mehr Erfahrung zu kriegen. Aber am Ende würde ich mich natürlich auch freuen, irgendwann gegen Dustin zu kämpfen. Hast du eine Message für Dustin? Er soll auf jeden Fall weiterhin so stark bleiben, dass wenn es soweit ist, dass ich einen starken Gegner habe, auf jeden Fall. Und gibt es abschließende Worte an die Leute, die dich unterstützen, Sponsoren oder dergleichen? Ja, unbedingt. Also vielen Dank an mein Gym in Heidelberg, das FSS Kampfsportzentrum. In Karlsruhe trainiere ich noch im Mach 1. Vielen Dank an meine Trainingskameraden, die sich mit mir den Arsch aufgerissen haben. Ich kann nicht alle einzeln nennen. Und vielen Dank an einen Sponsor von mir und einen Kumpel von mir von Superfit Sport Equipment. Ja, und vielen Dank an meine Freunde und meine Supporter, meine Familie, alle, die mich unterstützen. Es ist jedes Mal echt Wahnsinn, wie viele Leute hinter mir stehen. Also ich bin da wirklich dankbar dafür und stolz. Perfekt, vielen Dank, Leo. Ich freue mich schon auf deine nächsten Kämpfe.